Einen guten Tag. Heute ist der neue Vortrag in unserer Reihe über Lew Nikolajewitsch Tolstoi. Und das heutige Thema ist die Lehre Tolstois über die Ehe und über die Liebe. Die beiden großen Themen Tolstois als Schriftsteller, aber nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Denker, das sind solche Probleme, die Tolstoi immer wieder aufs Neue, auf verschiedene Weise interessiert haben. Und wir können sogar eine gewisse Dynamik beobachten in seinen Ansichten in Bezug auf die Ehe und in Bezug auf das glückliche Leben der Ehegatten und der Familie und in Bezug auf die Rolle der Liebe in der Familie. Zuerst einige Kommentare zu dem, was Tolstois Schriftsteller dazu geschrieben hat. Zum wesentlichen Teil muss man dann sagen, vielleicht die meisten großen Werke, die Tolstoi im Laufe seines langen Lebens geschrieben hat, sind mehr oder weniger mit diesem Thema verbunden. Und in erster Linie selbstverständlich die großen Romane von Lew Nikolajewitsch, nämlich «Война и мир», «Krieg und Frieden», «Анна Каренина» und «Воскресенье», «Auferstehung». Wenn wir dann vor Augen solche Figuren wie Pierre Besuchow und Natascha Rostova und die Worte Tolstois am Ende dieses Romans über Natascha als Weibchen haben, das ist bis heute ziemlich heftig diskutiert, was Tolstoi damit sagen wollte, oder die Beziehung zwischen Fürst Andrei und Natascha Rostova. Oder wenn wir die ganze Sujetslinie des Romans Anna Karenina vor Augen sehen, verschiedene Beispiele, einerseits Anna Karenina, andererseits Kitty und Levin. Und wenn wir den dritten großen Roman nehmen, da ist es wiederum eine Geschichte über Nechludow und Katjuscha Maslova. Trotzdem würde ich behaupten, nachdem Lew Nikolajewitsch Tolstoi Anfang der 90er Jahre die Novelle Kreutzersonate veröffentlicht, nachdem war es wohl nicht ganz möglich, selbst die früheren Werke von ihm so zu betrachten, dass die Perspektive der Kreutzersonate völlig ignoriert wird. Denn das, was Tolstoi ausgerechnet in dieser Novelle Kreutzersonate zum Ausdruck gebracht hat, das ist etwas, was bis heute zu einem vielleicht gewissen Maßstab dient und etwas, was nun tatsächlich immer vor Augen zu haben wäre, wenn wir selbst von den relativ früheren Werken Tolstois reden. Ich habe gesagt, Anfang der 90er Jahre, warum ich das alles so nicht ganz präzise definiert habe, mit einem Grund: die Geschichte von der Entstehung von dieser Novelle, die Kreutzersonate, ist nicht ganz gewöhnlich. Erstens, es gab ziemlich viele Probleme mit der Veröffentlichung, das war mit der Zensur verbunden. Zweitens, von Anfang an gab es auch Übersetzungen. Drittens, das ist heute kaum vorstellbar, dass jemand eine Schrift per Hand aufs Neue kopiert und dass die Leute irgendeine literarische Schrift nicht als Druckschrift oder nicht als irgendeine Datei im Computer oder
an kann verschiedene Geräte heutzutage dafür benutzen, sondern als seine Handschrift lesen. Als ich noch in der Schule gelernt habe, habe ich sowas gesehen. Das hieß damals auf Russisch Sam Izdat. Das heißt so etwa Selbstdruckerei, vielleicht könnte man das so ins Deutsche übersetzen. Zwar nicht als Manuskripte, sondern als Kopien, geschrieben mit einer Schreibmaschine. Eine solche Kopien, die schwer leserlich waren, trotzdem war das damals wohl die einzige Möglichkeit, etwas zu lesen, was entweder verboten oder nicht zugänglich gewesen ist. Und ebenso war es auch mit der Kreutzersonate. Quellengeschichtlich ist das eine solche Schrift, die mehrere Entwürfe hat. Und erstaunlicherweise sind einige vorläufige Fassungen noch vor dem Druck dieser Schrift bekannt geworden. Und manche haben beim ersten Mal wenigstens diese Schrift auf diese Weise kennengelernt, nämlich nicht beim Lesen einer Druckschrift, sondern bei der Lektüre irgendeiner Handschrift. Stellen Sie sich vor, etwa 90 Seiten per Hand geschrieben, wie lange dauerte das? Aber damals war das tatsächlich nicht ganz ungewöhnlich. Und wenn wir vom Mittelalter reden, dann war das überhaupt die einzige Möglichkeit. Die Kreutzersonate, vielleicht ein Zentrum der polemischen Ansichten Tolstois über das Eheleben, über die Liebe. In dieser Schrift wurden mehrere Aspekte, mehrere Beispiele, mehrere Seiten des Ehelebens von Tolstoi selbst widerspiegelt. Und auch aus dem Grund ist es schwierig, diese Kreutzersonate, abgesehen von der Persönlichkeit des Schriftstellers und des Denkers selbst, zu betrachten. Es ist, sage ich mal so, methodologisch ein wirklich schwieriges Problem, sowohl bei irgendeinem Werk von einem Schriftsteller als auch bei irgendeinem Werk von einem Philosophen. Manchmal haben wir praktisch keine besonderen Erkenntnisse über den Verfasser. Und der Verfasser ist ja beinahe unbekannt oder vielleicht höchstens kennen wir den Namen von dem Verfasser. Und das heißt, wir nehmen nur den Text an sich alleine, ohne Bezug auf den Verfasser, ohne Bezug auf die Persönlichkeit. Das heißt, der Text für sich und der Text spricht für sich und man kann den Text lesen und analysieren, ohne dabei welche Gedanken zu machen, wer das geschrieben hat, wie, auf welche Weise, welche Probleme er in seinem Leben gehabt hat. Das alles ist überflüssig oder besser gesagt, manche sind noch radikaler, völlig sinnlos für den Sinn des Textes. Im Falle von der Kreutzersonate ist es unglaublich schwierig, die Persönlichkeit Tolstois und die Schrift, die Kreutzersonate voneinander zu trennen. Deshalb ist es irgendwie auch von Anfang an eine Familiengeschichte und auch ein Streit, der innerhalb der Familie Tolstois geführt wurde. Geführt wurde dieser Streit auch mit literarischen Mitteln. Deshalb wollte ich Ihnen dazu noch ein paar Worte sagen. Bis jetzt habe ich noch über die Familie Tolstoi relativ wenig gesprochen.
Толстой war im Alter 34 Jahre, als er seine Ehefrau Sofia Andreevna geheiratet hat. Sie war damals 18. Und dieses Eheleben hatte verschiedene Phasen, verschiedene Zeiten, verschiedene Seiten. Und das Ehepaar hatte zahlreiche Kinder, 13. 8 davon haben dieses Alter von einigen Jahren überlebt. Damals war im Russischen Reich ein riesiges Problem, dass mehrere Kinder noch in einem relativ kleinen Alter gestorben sind. Für die Familie Tolstois war es, wie Sie sehen, das nicht anders. Und das letzte Kind, Ivan, Vanichka, wie die meisten in der Familie Tolstois ihn genannt haben, der ist im Jahre 1888 geboren. Das heißt, gerade zu der Zeit, als Lew Nikolajewitsch Tolstoi diese Kreuzersonate konzipiert hat. Und wir können sogar sagen, dass die Tatsache, dass Vanichka einige Jahre später gestorben ist, das war ein solcher Schlag, von dem vielleicht die Ehepartner bis zu seinem Tod vermutlich nicht ganz loskonnten. Einige von diesen Kindern waren auch literarisch oder künstlerisch begabt. Und sowohl Sofia Andreevna, die Ehefrau von Tolstoi, als auch ein Sohn von Lew Nikolajewitsch, er hieß auch Lew, deshalb war er Lew Lwowitsch Tolstoi, haben polemische Schriften gegen die Kreuzersonate geschrieben. Sofia Andreevna hat dann eine Schrift Чья вина, wessen Schuld, geschrieben, als eine Antwort auf das, was Tolstoi in dieser Kreuzersonate zum Ausdruck gebracht hat. Und Lew Lwowitsch hat dann eine andere Schrift geschrieben. Diese Schrift hieß Präludia Chopina, ein Prälud von Chopin. Und im Unterschied zu Sofia Andreevna hat er diese Schrift noch zu Lebzeiten seines Vaters veröffentlicht, obwohl das ihm wohl keinen Ruhm mitgebracht hat, sondern eher umgekehrt war diese Geschichte. Sofia Andreevna hat dagegen diese Schrift Chiavina nie publiziert und zum ersten Mal ist diese Schrift aus seiner Handschrift erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in der sogenannten Tolstoi Journal. Das ist ein Begriff der Sowjetzeit. Damals wurden mehrere, vielleicht wäre das schon eine Übertreibung, aber zahlreiche, sage ich mal so, Zeitschriften herausgegeben, die Neuigkeiten publiziert haben, sowohl auf Russisch als auch etwas, was dann in Fremdsprachen geschrieben wurde und ins Russische übersetzt. Und diese Tolstoi Journal, also dicke Zeitschriften, die waren, jedes Heft war vielleicht so 200 Seiten, 250 Seiten. Mehrere bedeutende Werke wurden damals noch zu der Sowjetzeit zum ersten Mal ausgerechnet bei solchen Zeitschriften publiziert. Und zu der Sowjetzeit spielten diese Zeitschriften wirklich eine herausragende Rolle. Aber 1994, nach dem Untergang der Sowjetunion, das war eine Zwischenzeit und keiner hat so richtig diese Publikation zur Kenntnis genommen. Später wurde das noch einmal veröffentlicht als ein Anhang zu einer anderen Publikation in einem Buch.
aber vor kurzem ist ein Band erschienen und das ist was ganz Besonderes. Dieser Band enthält erstens die Kreuzersonate von Lev Nikolaevich, die Schrift Wessen Schuld von Sofia Andreevna. Zum ersten Mal wurde dann eine andere Schrift von Sofia Andreevna publiziert, Песня без слов, Lied ohne Worte, nicht von ungefähr ist dieser Wortzusammenhang als Titel genommen, denn es handelt sich um eine Beziehung einer Frau mit einem Komponisten und diese Schrift wurde dann zum ersten Mal veröffentlicht und letztendlich wurde auch die Prälude Chopina von Lev Львович Толстой hier publiziert, so ein dicker Band und es lohnt sich wohl, wenn Sie eine solche Möglichkeit irgendwann erhalten, diesen Band zu studieren. Noch zwei Probleme sind mit diesem vielleicht Eheleben von Lev Nikolaevich Tolstoi verbunden. Erstens, für die Öffentlichkeit, ob gerecht oder nicht gerecht, das spielte dabei gar keine Rolle, sah die ganze Situation so aus, als ob Tolstoi in dieser Kreuzersonate irgendwie auch sein Verhältnis zu Sofia Andreevna, zu seiner Ehegattin, zum Ausdruck gebracht hat. Und deshalb war das für Sofia Andreevna bis zu einem gewissen Grad sogar beleidigend, dass so tatsächlich gewesen ist oder nicht, aber zur Erklärung, warum plötzlich solche polemische Schriften auch innerhalb der Familie entstanden sind. Auf jeden Fall können wir vielleicht hier manche Kleinigkeiten finden, die dann mehr oder weniger dem Eheleben Tolstois entsprechen. Aber zu glauben, dass ein großer Schriftsteller ständig von sich selbst schreibt, jedenfalls war dieses Problem vorhanden. Und noch zwei Probleme sind wenigstens mit diesem Eheleben Tolstois verbunden. Tolstoi hatte noch vor seiner Hochzeit eine solche Periode in seinem Leben, als er ziemlich viele Beziehungen gehabt hat und das, was er später als Aufschweifung immer wieder bezeichnet hat, auch sowas hat er erlebt. Kurz vor seiner Hochzeit, so etwa 2 Jahre von dieser Zeit, ist ein unehrliches Kind bei Tolstoi geboren, hieß Timofei. Das war eine solche Affäre mit einer ganz einfachen Frau, übrigens Sofia Andreevna kannte diese Frau und Tolstoi hat später auch versucht, dieses Erlebnis literarisch zu bearbeiten. So viel zu Tolstoi und was Sofia Andreevna angeht, die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts, da war sie innig, geistig, seelisch, ich weiß nicht, wie ich das am besten bezeichnen kann, mit einem russischen Komponisten namens Taneev, Sergei Taneev, verbunden. Das war auch für Tolstoi ziemlich schmerzhaft. Es gibt auch einen Briefwechsel darüber und das hat selbstverständlich die Beziehungen in der Familie nicht befestigt. Ein Versuch, das literarisch zu bearbeiten, das ist diese Schrift von Sofia Andreevna, Lied ohne Worte. Sie sehen eine Reihe von verschiedenen literarischen Schriften aus einer einzigen Familie und ich habe noch von der Polemik über die Kreuzersonate in der Öffentlichkeit nicht gesprochen. Und das war wirklich ein Skandal, als Lev Nikolaevich die Kreuzersonate nach diesen Problemen mit der Zensur zum ersten Mal veröffentlicht hat. Das war ein richtiger Skandal. Und für viele war diese Schrift so richtig skandalös.
wenn Sie heute diese Novelle lesen, mehr als 100 Jahre sind vergangen, und dann kann man und zwar fragen, was ist da so richtig skandalös? Wir haben schon so viele Schriften anderer Art nachher gelesen, und was könnten dann so ungewöhnlich klingen, aber die ganze Problematik und die Sprache, die dann Tolstoi dafür genommen hat, das alles war damals für viele unerträglich, und viele haben das ganz kritisch gesehen, sowohl die Regierungskreise als auch diejenigen, die dann aus dem Bereich der Kirche stammen, aber nicht nur, auch für die sogenannten Intellektuellen war das auch nicht ganz gewöhnlich, und die Reaktionen waren selbst bei diesen Intellektuellen zersplitten. Einerseits hatten ziemlich viele die große Meisterschaft Tolstois anerkannt, andererseits wurde er für vieles heftig kritisiert, dass er welche banale Sachen, die dann aus dem Bereich der Medizin viele kennen, nicht nur nicht kennt, sondern auch irgendwie bewusst ignoriert und nicht einmal bereit, das zur Kenntnis zu nehmen. Wie gesagt, ungewöhnlich war überhaupt die Geschichte von dieser Kreutzer-Sonate, und zum Problem der Zensur. Sofia Andreevna, obwohl sie in dieser prekären Situation war, was die Wahrnehmung von der Kreutzer-Sonate angeht, trotzdem hat sie versucht, diese Schrift in der Ausgabe der Werke von Lew Nikolajewitsch, die sie herausgegeben hat, zu veröffentlichen. Und das war sehr schwierig, und letztendlich hat nur das Gespräch mit dem russischen Zaren Alexander III. Geholfen. Das hat sie sogar getan, um diese Schrift zu publizieren. Welche Motive diese Frau gehabt hat, um ausgerechnet die Schrift zu publizieren, die für sie so ungünstig gewesen ist, davon gibt es auch mehrere Studien. Vielleicht war das auch eine gewisse Rechtfertigung. Jedenfalls können wir sagen, dass auf Russisch diese Schrift zum ersten Mal von Sofia Andreevna im 13. Band der Werke von Tolstoi herausgegeben wurde. Und nicht nur das, 10 Jahre später hat Tolstoi für viele unerwartet noch das sogenannte Nachwort zu der Kreutzer-Sonate geschrieben. Nachwort zu einer literarischen Schrift. Das ist ungewöhnlich und sogar gegen die Regel. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu einem Konzert, ein Geiger spielt dann irgendeine Sonate, und nachdem er mit dieser Sonate fertig ist und das Publikum hat geklatscht, bravo, und dann kommt der Geiger wieder, steht auf der Bühne und sagt: Und jetzt erzähle ich Ihnen, was ich mit dieser Sonate zum Ausdruck gebracht habe. Im ersten Satz wollte ich das und das sagen, im zweiten Satz das und das. Ich übertreibe ein bisschen, aber trotzdem ist es wirklich gegen die Regel. Entweder spricht eine literarische Schrift für sich selbst, oder ist etwas mit dieser Schrift vielleicht nicht ganz in Ordnung. Mehr noch, vielleicht können wir sogar sagen, für manche ist eine literarische Schrift, nachdem diese Schrift schon veröffentlicht ist, nicht mehr ein Eigentum des Verfassers. Und der Verfasser ist schon nicht mehr derjenige, der dann immer wieder bestimmen kann,
das muss so und so verstehen. Ich wollte das und das sagen. Da ist dieses Verhältnis der Verfasser und sein Werk wirklich unglaublich spannend. Trotzdem ist dieses Nachwort tatsächlich erschienen und selbstverständlich entstehen dann solche Fragen, wie steht dieses Nachwort zur Schrift? Können wir sagen, dass Tolstoi 10 Jahre später tatsächlich das erklärt hat, was er in dieser Schrift zum Ausdruck gebracht hat? Oder sind das zwei Werke, die zwar miteinander verbunden sind, aber getrennt wahrzunehmen und getrennt zu beurteilen? Das sind so zahlreiche Fragen, die wir auch stellen sollen, wenn wir dieses Nachwort lesen. Und ohne Berücksichtigung solcher Fragen geht das selbstverständlich nicht. Und noch eine Geschichte über die verschiedenen Entwürfe und über die verschiedenen Kopien. Es gibt eine solche Reaktion von der Seite eines anderen russischen Schriftstellers, Leskow. Leskow hat eine kurze Schrift geschrieben und veröffentlicht «По поводу Крейцеровой сонаты», anlässlich der Kreuzersonate. Interessant ist das Motto. Das ist, wenn wir die Zahl der Seiten aufzählen, kein großer Werk, inhaltlich ist es vielleicht anders, aber immerhin wollte ich Ihnen sagen, dass Leskow das Motto benutzt hat. Und ich lese dieses Motto jetzt. Всякая девушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно его чище. Девушка, выходя замуж, всегда выше своего мужа, она выше его и девушкой, и становясь женщиной в нашем быту. Ich versuche dann das ins Deutsche zu übersetzen. Jede Fräulein, also девушка, ist sittlich höher als der Mann, weil sie unglaublich reiner ist als er. Und die Fräulein, wenn sie heiratet, ist immer höher als ihr Ehemann. Sie ist immer höher sowohl als Fräulein, als auch nachdem sie Ehefrau wird in unserem alltäglichen Leben. Warum ich dieses Motto gelesen habe? Bei Leskow steht dann als Verfasser Lev Tolstoi. Und es ist so, als ob Leskow die Kreuzersonate zitiert. Und er zitiert tatsächlich die Kreuzersonate, aber nicht in der endgültigen Fassung. Und in der endgültigen Fassung finden Sie diese Sätze von Tolstoi nicht mehr. Und das ist ein Beispiel, dass Leskow nicht den Druckwerk gelesen hat, sondern irgendeinen Entwurf, irgendeine Kopie. Und selbst diese Kopien hatte dann ihr eigenes Leben gehabt und auch eine gewisse Spur in der Geschichte der Literatur hinterlassen. Und zum Stichwort Motto, die Mottos, die spielten wirklich eine große Rolle im Falle von Tolstoi, und bis heute streiten die Literaturwissenschaftler nicht selten, was Tolstoi mit diesem oder mit jenem Motto sagen wollte. Das ist zum Beispiel der Fall von seinem Roman Anna Karenina, und im Falle der Kreuzersonate ist es auch nicht anders, denn Tolstoi hat auch hier einige Zeilen aus der Bibel genommen, und sein Sohn Lev Lvovich hat versucht, auch mit anderen Zitaten aus Matthäus zu erwidern. Zum Teil sieht das als ein Kinderspiel, aber für Lev Lvovich hatte das vielleicht auch fatale Folgen.
Nachdem Лев Львович diese Schrift Prelude Chopina veröffentlicht hat, war die Reaktion darauf manchmal so giftig, dass ein Dichter und Kritiker und derjenige, der auch ziemlich oft Parodien geschrieben hat, Burenin, etwas Böses dazu geschrieben und etwas Böses im folgenden Sinne. Er hat dann zwei Zeilen zu seiner Schrift geschrieben. Я написал свой первый опус за тем, чтобы удивить Европус. На я selbstverständlich wurden diese Zeilen Лев Львович zugeschrieben. Noch schlimmer war es, dass unter Тигр Тигрович stand. Соскин младенцев. Тигр Тигрович, auch ein Wortspielchen. Sie wissen, dass Lev Löwe heißt. Löwe, ein Sohn von einem anderen Löwe. Und hier steht es, ein Tiger, ein Sohn von einem anderen Tiger. Und das war so schrecklich, dass dieser arme Lev Lvovich bis heute unter den Literaturkritikern und unter denjenigen, die dann sich mit so einem Thema beschäftigen, nicht selten ironisch als Тигр Тигрович bezeichnet wird.